die Kleinsignalübertragungsfunktionen des Tiefsetzstellers. Das heißt, hier malen wir das Ersatzschaltbild ab. Wir haben hier die beiden Stromquellen. Einerseits Delta D-Mittel mal IL-Mittel und andererseits hier Delta IL-Mittel mal D-Mittel, das mittlere Tastverhältnis. Hier wieder die Spannung Delta UA-Mittel. Die beiden Spannungsquellen anstatt der Diode. Delta D-Mittel mal UE-Mittel und hier Delta UE-Mittel mal D-Mittel. Und jetzt wollen wir daraus die Übertragungsfunktionen ableiten. Induktivität, Kondensator und Widerstand. Und jetzt müssen wir aufpassen. Achtung, tatsächlich haben wir hier zwei Größen, die jetzt eine Änderung Delta UA-Mittel verursachen. Das heißt, eigentlich haben wir auf der einen Seite hier, oh, hier steht, das muss UE sein, da habe ich ja eigentlich die Größe Delta UE-Mittel, die sich verändern kann. Ich habe aber auch sozusagen das Steuersignal Delta D-Mittel, die Kleinsignaländerung des Tastverhältnisses. Das heißt tatsächlich, das hier ist ein System mit zwei Eingängen und einem Ausgang oder, weil es ein lineares System ist, ein System, was ich darstellen kann durch zwei Teilsysteme. Rufen wir uns vielleicht mal ins Gedächtnis zurück, ich weiß nicht, ob Sie das noch wissen. Man kann das darstellen als zwei Teilsysteme, das heißt tatsächlich als System kann ich sagen, ich habe hier auf der einen Seite die Ausgangsgröße Delta UA-Mittel, meine Ausgangsspannung, die will ich regeln oder die Änderung von der will ich regeln, aber diese Ausgangsgröße setzt sich aus zwei Anteilen zusammen. Und zwar aus einem Anteil, der jetzt erzeugt wird über die Eingangsspannung. Das heißt, wenn die Eingangsspannung sich ändert, wird auch die Ausgangsspannung sich ändern. Das ist eine Übertragungsfunktion, die nennen wir hier GUE von S. Das ist die Eingangs-Ausgangs-Übertragungsfunktion. Die beschreibt jetzt nur, wie sozusagen die Eingangsspannungsänderung sich auf den Ausgang auswirkt. Und dann gibt es die zweite Übertragungsfunktion tatsächlich, das ist die, nennen wir GD von S, wenn wir jetzt im Bildbereich der Laplace-Transformation sind. Das ist die im Englischen Control-to-Output-Übertragungsfunktion. Das ist die, die beschreibt hier, wie eine Änderung dieser Steuervariable D, beziehungsweise des mittleren Tastverhältnisses, die Ausgangsspannung verändert. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Teile, die hier aufaddiert, das Ausgangssignal geben. Tatsächlich hätte ich eigentlich drei, ich habe ihn eins unterschlagen. Man kann noch eine dritte Übertragungsfunktion definieren, wenn man sagt, okay, ich habe hier einen Ausgangsstrom, der fließt und dieser Ausgangsstrom kann auch eine Ausgangsspannungänderung verursachen. Das heißt, eigentlich gilt das hier nur für konstante Belastung am Ausgang. Wenn sich dort nichts ändert, dann müsste man da nochmal einen dritten Übertragungsterm reinmachen. Falls Sie das interessiert, kann ich Ihnen die Literaturstelle dazu angeben, wo Sie das finden. Wir werden uns vor allem sowieso mit dieser Steuerübertragungsfunktion beschäftigen. Und jetzt ist der Trick, ein Trick bei linearen Systemen, das ist nicht der Grund, weswegen ich das schon so darstellen kann, lineare Systeme kann ich als Überlagerung dieser Teilsysteme darstellen. Und der Trick ist jetzt, ich kann jetzt die Ausgangssignalreaktionen getrennt berechnen. Das heißt, will ich diese Übertragungsfunktionen bestimmen, betrachte ich, wie in der Elektrotechnik im Sinne des Überlagerungssatzes, immer bloß jeweils eine Größe. Weil ich sehe hier sozusagen an dem Blockschaltbild, wenn Delta UE gleich 0 ist, dann wird auch hier 0 sein an dieser Additionsstelle von dem oberen Block und nur sozusagen die Änderung Delta D-Mittel wird über diese Übertragungsfunktion der Ausgangsspannung Änderung verursachen. Deswegen definiert man die auch so, dass man sagt hier, okay, die Funktion GDS ist definiert als die Ausgangsreaktion Delta UA-Mittel von S im Laplace-Bildbereich durch Delta D-Mittel von S für den Fall, dass Delta UE gleich 0 ist. Und das ist dann die sogenannte im Englischen Control-to-Output-Übertragungsfunktion. Und das ist eigentlich die, die am häufigsten interessiert. Weil das ist die, mit der wir sozusagen über unsere Steuergröße, über einen Regler hier beeinflussen können. Und das zweite ist dann diese Übertragungsfunktion GUE von S
an dieser Stelle, das ist Delta UA Mittel von S durch Delta UE von S, falls Delta D Mittel gleich 0 ist. Und das ist im Englischen so die Input-Output-Übertragungsfunktion, also Eingangs-Ausgangs-Übertragungsfunktion, die sagt, wie wird eine Änderung der Eingangsspannung eine Änderung der Ausgangsspannung verursachen. Und diese beiden wollen wir jetzt mal ableiten aus diesem kleinen Signalersatzschaltbild. Und zwar sehen wir hier schon den Ansatz, den wir tun. Das ist im Prinzip wie der Überlagerungssatz letztlich. Ich setze, um diese beiden Übertragungsfunktionen zu bestimmen, die jeweils andere Größe gleich 0. Und dann kann ich aus dem Ersatzschaltbild, was ich hier oben habe, sozusagen die Ausgangsspannung bestimmen. Das heißt, tatsächlich werde ich zweimal mehr oder weniger einen Spannungsteiler berechnen müssen. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, wenn Sie so ein Ersatzschaltbild hier haben, dann müssen Sie nur diese Spannungsquellen betrachten. Hat einer eine Idee, warum? Der Trick ist der, das sind ideale Spannungsquellen und ideale Spannungsquellen lassen den Strom durch sie fließen, der sozusagen nötig ist, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Das heißt, das Potenzial zwischen diesen beiden Anschlüssen ist immer nur durch die Spannungsquellen vorgegeben und damit auch die Ausgangsspannung. Das heißt, wenn jetzt hier ein Strom fließt in diese Quellen rein, wird dieser Strom nicht direkt eine Spannungsänderung verursachen, sondern der Differenzstrom gegenüber dem Strom Delta IL Mittel, der damit eventuell erzeugt wird, fließt durch die Spannungsquellen. Das heißt, wir können bei so einer Ersatzschaltung diese Stromquellen nachher vernachlässigen. Deswegen werde ich hier auch gleich, ich male sie kurz ein und dann sagen wir aber, okay, für die Rechnung vernachlässige ich die, ich muss nur diesen rechten Teil betrachten ab der Spannungsquelle. Und schauen wir also den ersten Fall an. Das heißt, wir berechnen die jetzt mal. Diese erste GD von S, die wollen wir bestimmen und dann malen wir zunächst die Ersatzschaltung auf. Tatsächlich, GD von S bestimmen wir unter der Bedingung Delta UE Mittel gleich 0. Was heißt das? Die Eingangsspannung ist ein Kurzschluss. Ich male das mal so ein. Das ist hier eigentlich die kurzgeschlossene Eingangsspannung. Dann haben wir hier die beiden Stromquellen. Tatsächlich eine von den beiden, schauen wir kurz. Keine, das ist nur hier vorne drin. Kommt nachher, dass eine von den beiden wegfällt. Diese beiden werden wir aber nicht beachten, weil die nicht die Spannung an diesem Punkt ändern. Und von den beiden anderen haben wir dann hier unten an der Stelle für die obere Spannungsquelle den Wert, den wir im Kleinsignalersatzschaltbild haben. Und der untere hier, da taucht Delta UE Mittel im Produkt auf, 0 mal D Mittel ergibt 0, die wird zum Kurzschluss. Also so wie im Sinne des Überlagerungssatzes. Das sagt nämlich diese Gleichung mehr oder weniger aus. Das heißt, ich habe einerseits hier diese eine Spannungsquelle, die zweite wird durch einen Kurzschluss ersetzt, weil Delta UE Mittel gleich 0 ist. Und dann haben wir hier bloß Delta D Mittel mal UE Mittel. Ich habe hier eine Induktivität, das sei jetzt ein komplexer Widerstand im Bildbereich der Laplace-Transformation ZL gleich S mal L. Dann können wir das nämlich gleich im Bildbereich der Laplace-Transformation ausrechnen. Der Kondensator ist ein komplexer Widerstand ZC gleich 1 durch S mal C und der Lastwiderstand, über dem die Spannung Delta UA Mittel von S abfällt, der ist einfach ein komplexer Widerstand im Bildbereich der Laplace-Transformation, der gleich ist wie der Widerstandswert, ZR gleich R, so wie wir das in Regelungstechnik bzw. Signale und Systeme kennengelernt haben. Und jetzt sehen wir hier, das ist eigentlich nichts anderes als ein Spannungsteiler. Jetzt müssen wir bloß aufpassen, Achtung, die Übertragungsfunktion ist Delta UA von S geteilt durch Delta D von S. Wenn ich hier den Spannungsteiler berechne, habe ich hier noch das Produkt Delta D mal UE drin. Das ist einfach ein konstanter Faktor. Das heißt, wir können sagen, eigentlich ist hier GD von S Delta UA Mittel durch Delta D Mittel. Aber das ist das gleiche, als ob ich sage, ich multipliziere Zähler und Nenner mit UE Mittel durch UE Mittel durch. Und dann kann ich jetzt für diesen einen Term den Spannungsteiler anwenden, weil das ja genau der Wert meiner Spannungsquelle ist, und multipliziere das Ergebnis mit UE Mittel. Das heißt, tatsächlich sage ich hier, das ist einmal UE Mittel multipliziert mit
Delta UA Mittel durch Delta D Mittel mal UE Mittel. Und diesen Term berechne ich aus dem Spannungsteiler, hier dem komplexen Spannungsteiler, wie wir das kennengelernt haben. Und dann machen wir das mal ganz kurz. Das heißt Delta UA zu Delta D mal UE. Alles Mittelwerte ist, wenn wir es betrachten, hier ZR parallel ZC durch ZR parallel ZC plus ZL. Mal kurz eine Nebenrechnung hier. ZR parallel ZC ist das gleiche wie R mal 1 durch SC durch R plus 1 durch SC. Und das können wir jetzt durchmultiplizieren mit SC. Dann kommen wir durch auf den Term auf R durch 1 plus SCR. Setzen wir das hier ein, also habe ich hier R durch 1 plus SCR durch R durch 1 plus SCR plus S mal L. Jetzt eliminieren wir noch den Doppelbruch. Das heißt, multiplizieren mit 1 plus SCR durch 1 plus SCR durch. Habe ich hier R durch R plus S mal L plus S Quadrat LCR. Und das hier ist jetzt eigentlich ein PT2-Verhalten an der Stelle. Das heißt, wir sehen, hier steckt irgendwo ein PT2-Verhalten drin. Und im Normalfall wird man das jetzt noch umformen, dass wir hier an der Stelle sagen, okay, tatsächlich multipliziere ich hier noch mit 1 durch R durch 1 durch R durch, um das auf die normierte Form des PT1-Elements zu kriegen. Vielleicht erinnern Sie sich, in der Regelungstechnik-Vorlesung hatten wir immer hier den Term, bei dem kein S steht, im Nenner mit einem Faktor 1 angegeben. Und dann kann man nicht direkt sozusagen die Verstärkung und so ablesen von dem Element. Das heißt, wenn wir das damit durchmultiplizieren, kommen wir tatsächlich auf Delta UA durch Delta D mal UE in der Form 1 durch S Quadrat LC plus S mal L durch R plus 1. Und das ist jetzt eigentlich die dominierende Übertragungsfunktion hier des LC-Ausgangsfilters. Aber Achtung, tatsächlich, das ist noch nicht die Control-to-Output-Übertragungsfunktion. Wir haben hier jetzt nur diesen zweiten Term, diesen Spannungsteiler berechnet. Ich muss das Ganze jetzt noch mit UE-Mitteln multiplizieren. Das heißt tatsächlich, die Eingangsspannung kommt als zusätzlicher proportionaler Faktor da hinzu. Das ist eigentlich die Proportionalverstärkung dieses PT2-Systems, was wir dort haben. Das heißt, damit ist jetzt diese Control-to-Output-Übertragungsfunktion GD von S gleich UE-Mittel mal diesen Term oder UE-Mittel durch S Quadrat LC plus S mal L durch R plus 1. Im Skript finden Sie das ein bisschen anders, weil ich im Skript noch zusätzlich den Ersatzserienwiderstand des Kondensators mitgemacht habe. Das würde hier aber bei der Berechnung darauf führen, dass wir an der Stelle bei dieser Berechnung hier oben halt mehr Terme haben. Das hier steht vereinfacht drin, aber bei den anderen Termen steht es nochmal zusätzlich die etwas ausführliche Übertragungsfunktion mit Ersatzserienwiderstand drin. Und die werden wir nehmen, wenn wir es im Praktikum modellieren, weil das gewisse Stabilitätsvorteile hat. Das ist also die erste Übertragungsfunktion. Jetzt haben wir den ersten Block von diesen beiden berechnet und den zweiten berechnet man eigentlich genauso. Das heißt, wollen wir jetzt hier bestimmen diese Input-Output-Übertragungsfunktion, setzen wir Delta D, Mittel gleich 0, malen wieder unser Ersatzschaltbild. Ich hätte also jetzt hier eine Eingangsspannung UE, Delta UE, Mittel, die spielt aber keine Rolle. Ich habe hier die beiden Stromquellen. Die eine davon wird jetzt zum Kurzschluss, weil wir haben, wenn wir oben ins Ersatzschaltbild reingucken, die Stromquellen Delta D mal IL Mittel und Delta IL mal D Mittel. Tatsächlich setze ich Delta D Mittel gleich 0, also wird die obere eigentlich zum Kurzschluss. Habe ich jetzt falsch in der Reihenfolge gemacht. Ich habe hier nur noch dann an der Stelle Delta IL Mittel mal D. Tatsächlich spielt es aber keine Rolle, weil jetzt hier
an der Stelle wiederum nur die Spannungsquelle, die hier übrig bleibt, bestimmen wird, wie die Ausgangsspannung ist. In diesem Fall ist das die andere. Delta D ist gleich 0, also bleibt nur die Spannungsquelle Delta UE Mittel mal D Mittel übrig. Ich habe hier wieder die Ersatzschaltung mit den komplexen Widerständen ZL gleich S mal L, ZC gleich 1 durch SC. Hab dann hier den Lastwiderstand und könnt jetzt wieder die Ausgangsspannung Delta UA Mittel berechnen. Ich denke, wir können uns hier die Berechnung sparen und das wieder sozusagen im Schnelldurchgang machen, weil die Rechnung wird genauso aussehen wie hier. Wir können wieder über einen Spannungsteiler rechnen. Bei dem Spannungsteiler habe ich jetzt halt die andere Quelle drin. Tatsächlich die Eingangs-Ausgangsübertragungsfunktion ist ja definiert GUE von S wieder nur als Delta UA zu Delta UE. Das heißt, diesen unteren Term, ich muss also wieder mit diesem D durchmultiplizieren. D Mittel durch D Mittel ist also wieder hier D Mittel multipliziert mit dem Spannungsteiler an dieser Stelle. Der ist Delta UA Mittel durch Delta UE Mittel mal D Mittel. Und tatsächlich, dieser Ausdruck wird sich nicht ändern gegenüber dem, was wir vorhaben. Beim Spannungsteiler bestimmen ja nur die Widerstände, wie das Verhältnis ist. Das heißt, das hier ist derselbe Spannungsteiler wie vorher. Und dann kann ich einfach an dieser Stelle die Formel sozusagen hier oben abschreiben und muss nur ersetzen das UE-Mittel durch D-Mittel, diesen Vorfaktor. Und dann haben wir auch diese Control-to-Output-Übertragungsfunktion. Das heißt, ich habe hier dann GUE von S als D-Mittel durch S² LC plus S mal L durch R plus 1. Und wir sehen, wir haben hier tatsächlich denselben Nenner in der Übertragungsfunktion. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, weil die Systemstruktur sich ja nicht geändert hat. Ich habe dasselbe Netzwerk. Das heißt, wir werden in beiden Fällen dasselbe Kriterium für die Stabilität kriegen, ähnliches dynamisches Verhalten, nur die Proportionalitätsverstärkung ist an dieser Stelle anders. Und das ist dann also diese zweite Übertragungsfunktion. Und damit hätten wir jetzt das System beschrieben. Das heißt, wir haben einerseits diese Übertragungsfunktion GUE von S, andererseits diese Übertragungsfunktion GD von S. Und damit unser Gesamtmodell sozusagen hier, dieses Systemmodell beschrieben. Und jetzt werden wir auf der Ebene, jetzt, wenn ich das habe, kann ich mit MATLAB Simulink zum Beispiel arbeiten. Jetzt habe ich die beiden Blöcke, kann die in MATLAB reinhauen und kann damit meinen Regler dimensionieren. Dafür ist diese Herleitung gut. Wie schon gesagt, im Praktikum werden wir versuchen, das mit LTSpice zu machen. Dann brauchen wir nicht diese ganze Herleitung. Ich habe hier drei Seiten oder so runtergeschrieben und das ist die einfachste. Beim Hochsatzsteller oder weiteren ist die Herleitung etwas schwieriger für dieses Kleinsignalersatzschaltbild, weil nur hier ist sozusagen dieser Spannungsteiler sofort ersichtlich. Bei anderen sind dann noch zusätzlich gesteuerte Quellen drin und das macht das Berechnen nicht unbedingt einfacher. Und dann geht man in der Praxis meistens so vor, man ist mit dem Mittelwertmodell zufrieden und nutzt LTSpice, um sozusagen die numerischen Werte für die Kleinsignalübertragungsfunktion anhand des Bode-Diagramms zu bestimmen. Aber ich wollte Ihnen das nicht vorenthalten. Also so können Sie vorgehen.